Spectral Klar 53500 ist ein hochwertiger matter Klarlack, bei dem der Mattierungsgrad abgestimmt werden kann. Vor dem Beginn der Lackierarbeiten sollte die Mattstufe der Lackschicht des zu reparierenden Fahrzeugs beurteilt werden. Dazu werden Spritzmusterkarten mit Musterlackierungen in verschiedenen Mattstufen verwendet. Nach der Auswahl einer Variante mit einer bestimmten Mattstufe muss eine Probelackierung durchgeführt werden, um den Farbton des Basislacks zu prüfen. Nach dem Auftrag des Basislacks beginnen wir mit der Vorbereitung des Mattlacks. Das Produkt wird im Verhältnis 4:1 mit dem Härter H6115 gemischt. Um die Mattstufe abzustimmen, verwenden wir den Klarlack Klar 52500 nach einem bestimmten Verhältnis. Wir fügen ihn zum Mattlack vor der Zugabe des Härters hinzu. Der Mischung wird 40-50% des Acrylverdünners Solf 855 zugesetzt. Die Mischung ist bei 20 Grad Celsius 60 Minuten haltbar. Vor dem eigentlichen Auftrag führen wir einen Sprühtest durch, den wir nach dem Aushärten mit der Originallackschicht vergleichen, um die Farbübereinstimmung des gewählten Farbtons zu prüfen. Es ist zu bedenken, dass die Testprobe zur Überprüfung der Mattstufe mindestens 12 Stunden nach Erhitzen ausgehärtet werden muss, um sie mit dem Bauteil vergleichen zu können. Nach Entfernung der Schäden und der Vorbereitung der Oberfläche zum Lackieren beginnen wir mit dem Auftrag der Basisschicht. Sobald die Basisschicht trocken ist, tragen wir 2 oder 3 Schichten des Mattlacks mittels Spritzpistole mit einer Spritzdüse mit 1,2 bis 1,4 mm Durchmesser auf. Die Ablüftzeit hängt von der Temperatur ab und wir nehmen an, dass die zweite Schicht aufgetragen werden kann, nachdem die erste Schicht matt geworden ist. Es ist zu beachten, dass die Ablüftzeit zwischen den Lackschichten nicht allzu lang sein soll. Wenn in der ersten Lackschicht ein Einschluss erscheint, lässt er sich leicht durchschleifen mit Schleifpapier mit der Körnung von P800 bis P1000 entfernen. Dies ist nach dem Ablüften der Schicht möglich, also nach ungefähr 20 Minuten. Es ist zu beachten, dass bei eventuellen Einschlüssen in der letzten Schicht es nicht mehr möglich sein wird, den Lack zu polieren. Die Gebrauchshärte des Lacks bei 20 Grad Celsius erhalten wir nach 16 Stunden. Bei Trocknung der Bauteile bei 60 Grad erfolgt dies dagegen nach 30 Minuten. Der endgültige Matteffekt wird nach mindestens 12 Stunden nach Abschluss des Aushärteprozesses beurteilt. Spectral Klar 53500 gewährleistet eine hochwertige, homogene Mattbeschichtung mit hoher Kratzfestigkeit. Keine Wolkenbildung macht das Auftragen des Lacks einfach, leicht und mühelos. Spectral. Technik zur Erhöhung der Effizienz von Werkstätten, die für hervorragende Resultate sorgen.